Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem HomeFit-Figurtraining. Wie der Name schon sagt, wir wollen uns heute um unsere Figur kümmern. Also mach immer so mit, wie es für dich okay ist, wie du dich wohlfühlst. Du kannst natürlich zwischendurch Pausen einlegen. Und wir starten in der wichtigen Aufrichtung, denn wenn wir aufrecht stehen, dann ist erstens unser Bauch noch flacher und unser Gesäß kommt etwas mehr zur Geltung. Also Aufrichtung ist wichtig, auch für die Figur, nicht nur für einen gesunden Rücken. Und du atmest zuerst ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal einatmen durch die Nase und aus durch den Mund. Nochmal, bleib hier, streck dich kurz, zieh dich lang, rück die Füße mitnehmen, treten. Ganz lang machen, Handflächen, Handrücken, alle möglichen Richtungen, dich lang strecken, Faszien lang ziehen, dich durchbluten. Komm weiter nach außen in eine große Grätsche, zieh dich da immer noch so richtig schön lang, einmal rechts, einmal links. Und dann lässt du die Arme fallen, locker sie aus, mach die Rechts- und Linksbewegung weiter. Und lass jetzt deine Arme schon mal um den Körper herum schlingen. Also einmal nach rechts, einmal nach links. Ganz locker. Deinen Brustkorb mitdrehen, deine Brustwirbelsäule mobilisieren. Knie zeigen in Richtung Fußspitzen. Letzten Male noch. Pendel dich ganz langsam zur Mitte ein. Verlagere dein Körpergewicht nach rechts und links und nimm jetzt gleich deine Schultern mit nach oben. Auch hier im Wechsel rechts und links. Tippe außen auf. Große Bewegung. Kreis die Schultern zurück. Und links im Wechsel. Und deine Schultern nochmal hochziehen. Und dann lässt du deine Schultern ganz tief unten und die Arme schwingen. Von der rechten zur linken Seite. Gleich die Fersen hoch. Sehr schön. Nochmal außen tippen, kleiner werden in der Bewegung, so ein bisschen warm, locker dich ruhig nochmal und bleib dann hier in der Grätsche und nimm deine Knie in Richtung Fußspitzen, setze dein Gesäß nach unten ab, ich komme seitlich zu dir, wirklich tief gehen und Gesäß schiebt dich nach oben, nochmal los und tief und hoch. Wenn du hochkommst, ziehst du die Innenseiten der Oberschenkel ganz bewusst zueinander. Also tief und bewusst zueinander. Genau. Wir variieren die Arme etwas. Das heißt, du gehst tief und wenn du hochkommst, öffnest du deine Arme. Schulterblätter zueinander. Können wir noch was dranhängen? Bleib mal unten, drei Stück. Drei, zwei, komm wieder hoch. Drei, zwei, eins und hoch. Und wenn du jetzt hochkommst, hebst du dein rechtes Bein zur Seite. Und tief, leise abfedern, linkes Bein und hoch. Links. Hoch, genau. Immer im Wechsel.
Außenseite, Oberschenkel, Gesäß spüren. Und natürlich Beinkraft. Letzten Male genau so. Und dann einmal tief und drei oben. Eins, zwei, drei, tief und hoch. Zwei, drei, gut. Nach wackeln. Bisschen noch. Letztes Mal. Und dann bleibst du unten, hältst hier. Löst auf und entspannst dich. Locker aus. Ruhig die Füße mal abrollen. Ein bisschen twisten, Becken mitbewegen, ganz locker lassen. Und dann bleibst du hüftbreit stehen und setzt dein Gesäß nach unten ab. Also setz dich tief, Arme gehen hier vor, Schultern tief und drück dich nach oben. Nochmal. Tief und hoch. Rücken gerade und Po schiebt dich hoch. Oberschenkel parallel zueinander. Und jetzt variiere. Du gehst einmal tief, nimmst die Arme neben die Ohren und kommst vor und komm hoch. Also tief, Arme vor und hoch. Und spüre mal, wie deine Rückenstreckmuskulatur aktiv wird, wenn du dich hier lang machst. Nochmal tief neben die Ohren, vor und hoch. Gleich nochmal, du kannst die Arme auch weiter öffnen. Dann ist es dir vielleicht angenehmer. Letzten drei. Letzten zwei. Letztes Mal tief und hochdrücken, lockern, entspannen. Sehr gut. Stell dich auf ein Bein. Geht noch? Gut. Nimm dein anderes Bein jetzt nach hinten. Jetzt ist wichtig, dass dein Becken parallel zum Boden bleibt. Gefühlt hältst du dich an einer Stuhllehne fest, du kannst es auch machen, wenn du möchtest, und hebst dein Bein hinten an. Becken bleibt und du nimmst das Bein nach oben, so weit wie du kannst, bleib aber aufgerichtet und jetzt streckst du und beugst du. Po, Rückseite, Oberschenkel und los. Immer noch. Geh noch 10. 10. Halte durch. 9. 8. 7.
6, 5, 4, 3, Punkt fixieren, 2, einen, löse auf. Bestimmt hast du auch dein Standbein gespürt. Da muss natürlich auch das Gesäß arbeiten. Andere Seite. Nochmal nach vorne. Denk wieder daran, Becken parallel zum Boden auszurichten. Bein anheben. Bauch fest. So hoch wie es geht, so hoch wie du aufrecht bleiben kannst. Und los geht's. Strecken und beugen. Geht noch. Nur noch 10. Komm, komm. 10, 9, 8. Oberschenkel oben lassen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Löse. Und lass locker. Oh, also ich habe was gespürt. Schüttel dich aus und komm nach unten auf den Boden. Setz dich einen Moment mal nach hinten, nimm die Hände vor und dehne dein Gesäß. Und dann kommst du wieder vor und legst dich mal nach unten ab. So dass die Hände neben deinem Körper sein können. Ungefähr im rechten Winkel. Handflächen in den Boden drücken. Beine etwas öffnen. Blick nach unten. Bauch spannen. Schultern sind tief. Und jetzt versuche, einmal beide Beine anzubeugen. Fußspitzen anziehen. Hebe deinen linken Oberschenkel vom Boden. Deinen rechten Ellbogen vom Boden. Streck dann deine rechte Hand, deinen rechten Arm. Streck dein linkes Bein gleichzeitig. Und dann beugst du wieder und setzt es wieder ab. Andere Seite. Also, linken Arm hochheben, rechtes Bein, Bauch fest. Strecke Arm und Bein, beuge und setz wieder ab. Sehr gut. Nochmal, immer im Wechsel. Und Diagonale hoch. Strecken, dann ab, Bauch fest, hoch. Vielleicht geht der Oberschenkel gar nicht so wahnsinnig weit nach oben. Lass den Blick nach unten, Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Nochmal. Jede Seite noch einmal hochheben, strecken, beugen, hoch, angezogen halten und lösen, Hände aufstützen, drück dich hoch, mach deinen Rücken ganz rund. Sehr gut, Gegenbewegung. Setzt du dich auf die Seite und da bleibst du gleich auf der Seite. Die Hand stützt ab, du nimmst deine Fersen auf die Höhe deines Gesäßes. Spannung aufbauen und jetzt versuch dich mal hier hoch zu drücken. Du kannst auch mit der einen Hand mithelfen, wenn du möchtest. Wenn du dich hochdrückst, öffnest du jetzt das obere Knie und dann kommst du wieder ein Stück tiefer und setzt dich ab. Nochmal hoch und hoch,
ganze Seite und tief. Könntest auch auf den Ellbogen runtergehen, wenn du möchtest. Rausdrücken. Stützkraft ist wichtig. Es darf zittern. Einer noch und kurz absetzen, auflösen, lockern. Ganz schön anstrengend, oder? Zu stützen. Wichtige Kraft, Armkraft, Schulter, Gesäß, Rumpfkraft. Wechsel mal zur anderen Seite gleich. Fersen ungefähr wieder in Höhe deines Beckens. Die Hand stützt, fest im Bauch. Komm gleich hoch und heb das Knie und senke wieder. Und wichtig ist, dass du hier rauskommst. Geht noch. Noch fünf. Noch fünf. Vier. Auch die untere Po-Hälfte, oder? Drei. Zwei. Einen. Und löse. Setz dich ab. Locker kurz aus. Jetzt gehen wir eins tiefer, ein Glück, auf den Ellbogen. Wechsel nochmal die Seite und wir machen genau das Gleiche nochmal. Nur darfst du jetzt runtergehen auf den Ellbogen. Gefühlt den Unterarm zu dir ranziehen. Fersen wieder Höhe deines Beckens. Rauskommen, Becken heben und los geht's. Und tief und hoch. Da ist wirklich jeder Muskel dabei. Noch fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Einen. Letzter Wechsel. Letzte Seite. Ellbogen unter die Schulter, ranziehen den Unterarm die Richtung, dann hast du die Taille aktiv, Fersen in Höhe des Beckens, drück dich hoch, Ellbogen unter der Schulter, hochkommen und wieder tief. Die letzten fünf. Komm, komm. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Löse. Entspann dich. Roll dich in die Rückenlage mal ab. Fass deinen Oberschenkel. Komm tief. Mach dich ganz klein. Ein bisschen hin und her wackeln. Und dann kannst du deine Hände gern unter dein Gesäß legen
Oder du lässt sie neben dem Körper, dann muss der Bauch ein bisschen mehr arbeiten. Jetzt nimmst du deine Fersen aneinander, ich zeige es dir mal so ein bisschen rückwärts. Und schiebst deine Beine hoch. Versuch hier zusammenzudrücken, die Innenseiten zu spüren. Beuge wieder wie ein Frosch und drück dich hoch. Mach weiter. Einmal beugen und strecken. Innenseiten, Oberschenkel, Dehnung der Rückseite, Kraft natürlich vorne auch, Bauch. Wirklich immer mit Kraft Beine zusammenschieben. Oben bist du ganz locker und entspannt, stimmt's? Richtig fest zusammendrücken. Die letzten. Das darf man spüren. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Unterschenkel fallen lassen, Füße nacheinander aufstellen, auslockern, Hände hinter den Kopf. Lass jetzt so ein bisschen die Ellbogen nach vorne zeigen, ganz leicht. Ausatmen, Kopf anheben, Schultergürtel anheben. Drück den Kopf ganz leicht in die Hände, dann schaltest du deinen Hals aus, der sonst gerne mitzieht. So leicht in die Hände drücken. Und jetzt atme aus, heb dein rechtes Knie, dreh deinen Oberkörper mit dem Brustbein Richtung Knie. Ein wieder zurück und aus zur anderen Seite. Diagonal. Und aus. Und ein. Schrägen. Bleib jetzt auf einer Seite, streck dein Bein und zieh den gegenüberliegenden Arm hier hoch. Mach drei kleine hoch, hoch, hoch und dann kommst du wieder tief und andere Diagonale. 3, 2, 1, ab. 3, 2, 1. Richtig in Richtung Fußspitze ziehen. Ich hoffe, du spürst was. Noch 4. Hoch, hoch, hoch. Letzten 3. Letzten 2. Letztes Mal noch ziehen. Und zur Mitte. Unter der Taille etwas Luft lassen und jetzt versuchst du Rippenbögen, Beckenknochen zueinander zu ziehen, einlösen, aus und ein. Ellbogen ganz klein Stück nach vorne. Also nicht ganz hoch ziehen und den Rücken runterdrücken, das Becken kippen, sondern wirklich nur aus deinen geraden Bauchmuskeln hoch und immer noch den Kopf in die Hände schieben. Noch 8, noch 7, noch 4,
Drei, zwei, einen und lösen. Sehr fleißig. Mach dich lang. Arm und Beine öffnen, ein riesiges X. In den Bauch ein- und ausatmen. Und dann stellst du den linken Fuß auf, kreuzt mal dein rechtes komplett drüber und ziehst dein Knie zu dir ran. Fassrück oben drüber oder den Oberschenkel, wie es für dich besser geht. Gesäßmuskel spüren. Löse auf, wechsel die Seite, anderes Bein kreuzt, entweder oben drüber oder den Oberschenkel fassen. Löse wieder auf und jetzt fasst du deine Fußgelenke. Und drückst mit den Ellbogen deine Knie nach rechts und links außen. Genau, dann spürst du Dehnung in der Innenseite. Oberschenkel, Innenseite. Komm höher. Unterschenkel in die Senkrechte, fass deine Oberschenkel und zieh die Knie nach rechts und links außen. Entweder so oder vielleicht sogar einfach die Füße außen fassen. Hüftbeuger, Dehnung. Vielleicht magst du auch ganz leicht nach rechts und links dich wackeln. Löse, schließ die Knie, schieb deine Fersen nach oben und ganz fest die Fußspitzen anziehen. Und vielleicht kannst du sogar dein Gesäß heben und noch ein bisschen mehr. Ranziehen, ranziehen, ranziehen. Jetzt spürst du die ganze Rückenlinie vom großen Zeh über die Rückseite Wade, Oberschenkel, unterer Rücken. Dein Kinn ganz leicht Richtung Brustbein anziehen. Dann merkst du es bis zu den Augenbrauen. Wenn die Knie gestreckt sind. Beug die Knie und dein Becken wieder nach unten. Jetzt kannst du ein Bein fassen, das andere aufstellen. Zieh dich hoch oder über die Seite nach oben kommen, wie du möchtest. Ein zweiter. Komm auf deine Füße, lass die Hände ruhig nach unten, streck deine Beine, Kopf ist ganz locker, beug und streck dein rechtes und linkes Knie. Einfach mal so ein bisschen treten, dein Becken einladen, sich mal nach rechts, mal nach links zu bewegen. Und dann beug deine Knie. Stütz dich auf und roll dich ganz langsam zum Stehen nach oben. Fleißig. Atme ein, mach dich lang. Rechtes Bein kreuzt über links. Zieh deine ganze rechte Körperhälfte hier lang, indem du die Hand fasst, dein Handgelenk fasst und dich lang streckst. Wenn es dir gefallen hat, ich freue mich immer über ein Gefällt mir und netten Kommentar unten. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meine Arbeit wertschätzen möchtest. Wir wechseln. Den Link findest du auch unten in den Beschreibungen beim Mehr ansehen. Andere Seite jetzt, gell? Da steht Steady, deine Unterstützung mit monatlich 2,50 Euro, 5 oder 10 Euro, was du willst, kannst du mich unterstützen und wertschätzen. Vielen Dank. Natürlich freue ich mich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst.
Freunde, Freundinnen einlädst, sich mitzubewegen, löse sie da. Lass locker. Atme ein, beide Arme nach oben. Nochmal aus. Jetzt kommt der Test. Rechtes Bein heben, Fuß fassen, Knie zusammen und den Fuß in die Hand schieben. Jetzt spürst du Oberschenkel vorne. Also versuch wirklich, da dagegen zu drücken. Gesäß aktiv. Und die Seite wechseln. Super. Einatmen. Aus, andere Seite. Test. Bestanden, oder? Kann sich auch festhalten. Sieht ja keiner. Dann löst du nochmal auf. Super. Lockerst dich aus. Atmest ein. Streckst dich und räkelst dich, ziehst dich in die Länge. Vielleicht hast du auch Lust, auf meinen YouTube-Kanal zu gehen. Da findest du alle Videos geordnet nach Themen. Schau mal, ob du nicht ein Thema findest, das dir ganz besonders Spaß macht. Oder eine Challenge oder eine Übungsreihe. Atme ein und atme aus. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich freue mich natürlich schon auf unser nächstes gemeinsames Workout. Bis dann!